eine kleine Pause hier an einem Aussichtspunkt. Wir wollen nach Soyer fahren. Jetzt wollen wir weitergehen, ja? So, ist das Schildchen hier zu diesem Turm. Wir sind also hier in Soyer. Wenn die alle da runterfahren, ist das so voll, dann muss ich da so weit wegfahren. Komm Junge, lass die Lotte raus, gib Gas. Der fährt schnell genug. Er fährt schnell genug. Ingrid's natürliche Bremse fährt da vorne. Ja, ja. Ist ja gar keine Mauer. Also nee, dann bloß schön rechts, ne? Fahrrad hier runterfahren. Ich würde mein Fahrrad schieben, glaube ich. Wir sehen mal. Da können wir mal rein. Da sieht man jetzt natürlich eine ganze Menge Busse hier unten. Sakalova ist natürlich sehr überfüllt jetzt. Wir hatten gerade noch das große Glück, zu einem Zeitpunkt hier zu sein, wo es nicht so voll war.
wie hoch ist das hier? Ich war auf 300 und nochmal. 200, nein. Ja, 232, ja. Steht ja da, kann man ja sehen. Ist nicht hoch. Muss man da runter gucken. 26.000. Ja, ich wollte schon sagen. 260.000, das sind 26 so, ja. Dann haben wir 3.100. Das ist ja gut im Kuchen. Umrechnen. Das, wir noch das hast du ja eben gefriert. Da hast du dann auch so hin, dass du ungefähr 500 Mal. Ne? Ja. War doch gerade. Habe ich ja ausgründig gehabt. Eine Menge Holz für so eine Keramik da. Ja, aber Sammler geben eben Geld aus. Ne? Ja, Sammler. Ja, da investiere ich. Und dann aber, das verliert immer einen Wert. Ja, aber sowas auch. Wenn ich runterfahren, hat es nichts mehr wert. Kathedrale von Palma wollen wir gleich von innen besichtigen. So, wir sind jetzt hier in der Kathedrale im Hauptschiff. Es hat also eine Höhe von 80 Metern und es sollen hier ca. 20.000 Leute reinpassen. Ein bisschen die Stadt anschauen. Die Kathedrale haben wir natürlich verlassen. Der Luftgetrocknete da hinten große Schlagmeer. Altstadtbummel in Palma. Also wieder so eine typische Straße hier. In Palma. Interessierst du dich dafür? Ich möchte jetzt ein Tattoo haben, so auf dem Arm, so weißt du, so eine Braut so. Mehr nicht. Hier außen noch mal an der Kathedrale und gleich geht es weiter dann nach Arenal. Da wollen wir dann gleich weiterfahren. Leider ist unser letzter Ausflug. Heute Morgen Mittag gehen sie ja zurück zum Flughafen. Und wir sind auch mal mit Ingrid jetzt nach Port de Andratx gefahren und wir wollen uns hier ein wenig umsehen, dass wir noch vielleicht eine kleine schöne Erinnerung haben werden. Gehen wir jetzt mal weiter. Mal so einen kleinen Blick hier über den Yachthafen von Port Andratx. Haben wir so einen alten Mercedes 220 SE. Schönes Auto. Wenn ihr jetzt nicht alleine sein solltet, dann müsst ihr schon oder